Der Warnstreik der Dienstleistungsgewerkschaft Verdi im öffentlichen Nahverkehr hat am Freitag einen Höhepunkt erreicht. In mehr als 70 Städten und 40 Landkreisen, wie hier in Köln, beteiligten sich Angestellte im Nahverkehr an den Protesten. Verdi will in den Tarifverhandlungen für die rund 90.000 Beschäftigten im ÖPNV in über 130 kommunalen Unternehmen bundesweit bessere Arbeitsbedingungen erreichen. Etwa durch weniger Wochen Arbeitszeit, mehr Urlaub oder zusätzliche Entlastungstage für Schicht- und Nachtarbeit. Der Arbeitskampf soll bis Samstag dauern. Die Klimabewegung Fridays for Future unterstützt den Protest mit gemeinsamen Kundgebungen mit Verdi am Freitag.